Hey und willkommen zu einer neuen Woche. Bei der Planung habe ich gesehen, dass nicht nur diese Woche eine kurze Woche ist, sondern auch die nächsten zwei aus verschiedenen Gründen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht alles von meiner To-Do-Liste schaffen, aber ich lasse mich einfach überraschen, wie die Woche sich entwickelt. Es sollen auf jeden Fall Otterstempelkissen gibt es doch gar nicht. Es sollen auf jeden Fall Otterwärmekissen fertig werden. Und Otter-Stempelsets, denn die sind ausverkauft. Ich möchte einen neuen Stempel entwerfen und ich nehme euch mit in den Zoo. Außerdem zeige ich euch, wie versprochen, die bedruckten T-Shirts und Beutel nach dem ersten Mal waschen. Spoiler-Alarm, das hat leider nicht geklappt wie gehofft. Es ist Montag und am Wochenende war ich in der Gärtnerei und im Gartencenter und habe ein paar Blumen geshoppt. Einmal Grünpflanzen für zu Hause, für mein Büro und einmal hier für den Laden. Außerdem hat mir meine Mama am Wochenende geholfen und ein paar Decken für mich fertig genäht. Mama, du bist die Beste. Und jetzt ist mein Regal wieder gut aufgefüllt. Und jetzt kann es losgehen und wir nähen Otterwärmekissen zusammen. Am Samstag habe ich mit den Otterwärmekissen schon mal angefangen und die gröbsten Sachen sind jetzt auch schon fertig. Also die Teile sind fast alle bestickt, zwei fehlen mir noch. Die kleinen Öhrchen sind fertig und die Schwänze, die Rückenteile, die Innenkissen, die Versäuberung für innen. Das Vlies brauche ich noch für die zwei Teile und dann werde ich hoffentlich heute damit fertig. Nachdem alles bestickt ist, nähe ich noch die Öhrchen und den Schwanz an. Jetzt muss ich nur noch alles zusammennähen und absteppen. Hallo. Hallo. Ihr Schaufenster lockt schon vielen schöne Zangen. Freut mich sehr, wenn es Ihnen gefällt. Ich störe Sie auch nicht beim Rumschauen. Sie melden sich einfach, wenn ich was tun kann, ne? Ich hoffe fast, Sie sagen jetzt nicht auch noch mal diese. Alles. Ehrlich? Ich habe viele Interessen. Dankeschön. Gut ab. Ganz zum Schluss kommt das Körnerkissen in die kleinen Otter.
Ich habe die Sachen, die wir beim letzten Vlog zusammen bedruckt haben, jetzt einmal gewaschen. Und ich bin ehrlich gesagt total enttäuscht. Also bei dem Baumwollbeuteln hätte ich es mir denken können. Das ist unbehandelte Baumwolle und dass sich die zusammenzieht beim Waschen, ist klar, ne? Und die Farbe hat sich dann einfach so zerknittert. Aber bei den T-Shirts ist durch die Bank weg. Es ist jetzt nicht schlimm, aber die Ränder lösen sich leicht ab. Mal mehr, mal weniger. Und so will ich euch das auf keinen Fall rausgeben. Ich zeige euch das mal. Bei dem ist es jetzt ziemlich schlimm. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera gut seht, aber hier löst sich der Rand ab und ist auch irgendwie so ausgefranst. Es ist mal mehr, mal weniger schlimm. Hier ist es jetzt nicht wirklich, aber selbst so ganz kleine Ecken, ich könnte mir vorstellen, dass das über die Zeit, wenn ihr das 4, 5, 6 Mal gewaschen habt, eben doch abgeht. Also bei dem Fuchs ist es ganz schlimm, da geht hier oben das Ohr ab. Und selbst bei den Bodies, die jetzt auf den ersten Blick super schön waren, habe ich trotzdem das Problem, dass an diesen ganz kleinen Härchen so feine Sachen, dass die einfach nicht halten. Ich habe jetzt nochmal mit beiden Firmen gesprochen. Also erstmal mit der Firma, die mir die Drucke liefert. Und die waren super nett und hilfsbereit und werden das jetzt sogar nochmal für mich drucken und bei sich verpressen auf einem Stück Textil. Die schicken mir das sogar her, damit ich es testen kann beim Waschen. Und so kann ich schon mal ausschließen, dass es entweder an der Folie oder an dem Klebergranulat gelegen hat. Und mit dem Mensch von den Transferpressen habe ich auch telefoniert und der checkt jetzt nochmal die Presse und misst nach, ob die Temperatur gleichmäßig verteilt ist auf den Heizplatten oder ob vielleicht eine Heizspirale defekt war und schließt quasi aus, dass mit der Presse irgendwas war. Wir finden das auf jeden Fall raus und ich halte euch definitiv auf dem Laufenden. Heute machen wir fehlende Stempel, darunter auch die Otter-Sets. Und ich möchte einen neuen Stempel herstellen. Die Skizzen habe ich schon gemacht. Die ersten sind immer ganz grauenhaft. Die zeige ich euch gerne. Von dem finalen Entwurf ziehe ich jetzt die Linien mit einem deckenden Pinsel nach und dann geht's ans Erstellen der Stempeldateien. Jetzt ziehe ich mir den Stempel auf die gewünschte Größe und setze die Schneidekonturen. Dann muss ich die Dateien noch für die unterschiedlichen Arbeitsschritte wie die Gravur, den Schaumstoff und den Stempelgummi mit verschiedenen Parametern abspeichern. Die Linienstärke sieht ganz gut aus. Das heißt, ich kann den Entwurf so lassen und jetzt mache ich einfach noch ein paar mehr davon, um sie dann zu fotografieren und in den Online-Shop zu stellen. Und jetzt sind noch die Stempel dran, die mir im Laden fehlen, vor allem die Otter-Sets. Jetzt muss ich die einzelnen Stempel noch in diesen kleinen Geschenkboxen verpacken. Die habe ich schon mal vorbereitet. Und die gibt es dann einfach ein bisschen günstiger und eben mit dieser Verpackung, dass ihr alles immer beieinander habt.
Heute geht's in den Zoo. Das ist keine Freizeit, obwohl es sich total so anhört. Ich brauche neues Bildmaterial von verschiedenen Tieren. Das benutze ich immer als Vorlage und Inspiration für Aquarelle, Sticker, Stempel. Im besten Fall schaffe ich sogar, ein paar Skizzen zu machen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich lasse mich einfach überraschen. Los geht's! Der Tag im Zoo war echt super. Ich hatte viel Glück und konnte wirklich schöne Aufnahmen machen. Ein paar meiner Wunschtiere, zum Beispiel der Schneeleopard und das Gürteltier, die sind mir nicht vor die Linse gekommen. Aber das ist ja ein guter Grund, um wiederzukommen. Ich habe auch ein paar Skizzen gemacht, wirklich nicht viele. Weil das Wetter nicht besonders einladend war, um lange zu sitzen. Ein Tier habe ich mir jetzt ausgesucht und habe schon ein paar mehr Skizzen davon gemacht. Daraus soll nächste Woche hoffentlich ein neues Aquarell und ein Stempelentwurf entstehen. Welches Tier das genau ist, das verrate ich euch nächste Woche. Also seid gerne wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.